Na, Herr Dötsch, Herr Preußer, sind hier auf der Exploreal in München. Was sind Ihre Erwartungen an die diesjährige Exploreal? Mit wem möchten Sie sprechen? Die Exploreal ist ja von jeher eine Kommunikationsveranstaltung, eine Netzwerkveranstaltung. Insofern freuen wir uns besonders darauf, unsere Marktbegleiter zu treffen, die Projektentwickler, die natürlich unsere Wettbewerber auch sind, aber gleichzeitig auch uns den Spiegel vorhalten, welche Themen Sie selbst gerade beschäftigen. Und wir können das sehr gut dann mit unseren Themen spiegeln und bekommen eine Einschätzung über die Marktentwicklung. Ja, kann ich gleich nochmal einhaken, welche Themen sind es, die Sie gerade am meisten bewegen im Moment? Was steht für Sie im Vordergrund? Natürlich das Thema Finanzierung von Projektentwicklung, was zunehmend schwieriger war seit dem Beginn der Ukraine-Krise, aber fortgesetzt immer noch ein Thema sind, obwohl die Zinsen gesunken sind. Genauso wie die Transaktionsmärkte, die in unserem Segment, in dem wir schwerpunktmäßig tätig sind, nämlich Logistik und Produktion, nach wie vor noch nicht so richtig wieder in die Gänge gekommen sind. Ja, Sie realisieren ja in Nordrhein-Westfalen gerade ein großes Projekt. In Nörbelich soll ein Distributionszentrum für Fressnapf entstehen mit mehr als 70.000 Quadratmetern Fläche. Wie ist denn da der aktuelle Stand bei diesem Projekt? Ja, wir sind glücklicherweise voll im Zeitplan. Es läuft auf der Baustelle sehr gut. Wir haben natürlich auch mit den wechselnden Klimasituationen zu tun in Deutschland. Aber nichtsdestotrotz sind wir voll im Zeitplan. Und an der einen Seite wird die erste Fläche übergeben und an der anderen Seite stellen wir gerade die letzten Stützen. Und das Thema Nachhaltigkeit, welche Rolle spielt das bei Ihnen? Insbesondere möglicherweise auch Nutzung erneuerbarer Energien, Solarenergie und so weiter? Wie immer sehr, sehr wichtig. Wir streben eine Zertifizierung DGNB Platin an. Das hat zur Folge, dass wir sämtliches Regenwasser von der Fläche vor Ort versiegeln werden. Wir haben eine Solaranlage auf dem Dach, die in der Spitze 5,4 Megawatt leisten kann. Und diese werden direkt in der Logistikimmobilie verbraucht für Stapler, Licht und Automation. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Messe und viel Erfolg. Danke. Danke.